Ja, da haben wir ein Wohnmobil. Das ist Baujahr 2018, Fiat-Basis, 4 Tonnen. Bringt das jetzt so auf die Waage. Ja, das ist auch wieder mit diesen Alkoven, wo ja, ich einmal das Höhenproblem habe. Und hier unten drunter runter krabbeln kann. Was ich dann jetzt so nicht mehr annehmen kann. Werte. Kann schon, aber werde nicht mehr. Egal. Aber ja, hier das Übliche sehen wir schon wieder. Na, Ölwanne rostig. Ansonsten hier, das ist üblich. Allgemein. Die Achswellen, Achskörper sind okay. Hier unten, da geht es auch so um so ein paar Sachen, wo ein bisschen losgeht, aber alles jetzt nicht so dramatisch. Das ist soweit okay. Dann die Hinterachse und die Hinterachskörper, rostig, klar. Ja, da müssen wir nadeln, ist aber nicht so viel. So, und hier die Verlängerung, da sind die ganzen Schrauben gammelig. Die werden wir natürlich auch machen, hier oben ist auch was. Ja, hier geht es aber ein bisschen los, das ist aber nicht schlimmer, nicht dramatisch. Na? Ja, gut. Ja, so sieht's aus. Kilometerstand blende ich euch jetzt ein. Weil ich den jetzt hier oben habe und bin froh, dass er oben ist. Das war jetzt auch ein ewiger Akt, bis ich den hier auf der Bühne so hatte. Weil er von der Gewichtsverteilung echt ein bisschen komisch ist. Guckt mal hier, wie weit jetzt der Arm draußen ist und wie weit der hier draußen ist. Na, also wir haben eine halbe Tonne Lastunterschied und ja, von den Rädern hier, wobei der natürlich hinten den Überhang hat, klar. Also vor dem Hintergrund ist es trotzdem so, dass ich den ein bisschen nach vorne bringen musste. Ja, gut. Dann wollen wir mal loslegen, auseinandernehmen und nadeln. Da wird sich mein Rücken wieder freuen. Naja, los geht's. Ich weiß jetzt gar nicht, kann sein, weil ich bin jetzt hier mit dem Wohnmobil fertig, dass ich zu Anfang gar nicht die Kilometer gesagt habe. Kann das sein? Wenn, dann ist das jetzt hier zu Anfang reingeschnitten. Also ein 4,5 Tonnen Wohnmobil. Baujahr ist das 2018. Und der Kilometerstand beträgt 74.423. Ja, habt ihr gesehen. Ja, sonst ein Wohnmobil, wie es halt ein Wohnmobil ist. Das da hinten ist Privatsphäre. Da gucken wir mal da drin. Und ja, viel Spaß beim Video. Ja, da hängt da der Knaus. Ich bin jetzt gerade am Nadeln. Und ich wurde in einem von den letzten Videos gefragt, da habe ich zwar schon mal kurz geantwortet, aber auch jetzt nicht so detailliert, was es für Rostentfernungsmethoden gibt und ob das Nadeln nicht irgendwie mittelalterlich sei, ob man nicht mit elektrischen Bürsten oder so arbeitet. Ja, es gibt zwei Gründe, also mehrere, na Quatsch, nicht zwei Gründe, es gibt mehrere Gründe. Einmal, mit Bürsten reibt man halt nur die Oberfläche ein bisschen ja, frei und kann aber Rostpartikel ins Material einbringen. Und wir arbeiten auch mit Bürsten, das ist so eine. Da werden aber dann hier solche Sachen gemacht, wie jetzt hier die Ölwanne. Ja, oder so glatte Flächen. Weil wie willst du denn mit einer Bürste da zum Beispiel reinkommen? Das ist jetzt noch nicht genadelt. Ja. Und das ist jetzt hier schon genadelt. Sieht man das? Ja, also da kommst du nicht bei mit einer Bürste. Und ich sag mal so, klar, wir tun dann auch Trockeneisstrahlen. Aber ich bin immer noch der Freund von vorher noch Nadeln, weil dann ist schon einiges runtergeflogen. Das Trockeneis kostet ja auch einiges. Aber das geht jetzt nicht nur um die Kosten, sondern es geht um die Grundfläche, die Vorbereitung. Du hast eine richtig schöne, grobe
offenporische Stelle, nicht Stelle, sondern Oberfläche. Jetzt zum Beispiel hier, wenn man da jetzt guckt, es ist so offenporig, sind jetzt noch ein paar so Rostpartikel drinne, die man nicht mit dem Nadler wegbringt. Ja, und so sah es halt vorher aus. Ist auch grob und offenporig, aber da sitzt halt noch sehr viel Rost drauf. Ja. Und durch diese Bearbeitung, die wir machen halt mit dem Nadler, sieht das dann so aus wie hier. Und entsprechend, dann, wenn wir mit dem Trockeneis drauf gehen, ist das völlig frei und fast blank. Ja, also es ist fast metallisch blank. Ja, so sieht es vorher aus. Ja, und deswegen, also mit dem Nadler, das ist schon echt eine klasse Sache. Da haust du den Rost erstmal so runter. Weil auch da kommst du mit der Bürste kaum dran. Mit der Bürste, die ich vorhin gerade eben gezeigt habe, die da vorne liegt, würde das gehen. Aber mit so einer Zopfbürste, das macht keinen Sinn. Weil, wie gesagt, dann massierst du nur die Rostpartikel ins Material ein. Unter Umständen hast du da eine glatte, blinkende Oberfläche. Und unten drunter sind Rostpartikel, die du dann einfach nicht mehr mit den Mitteln erreichst. Ja, dann noch eine Kritik, die ich hatte, dass ein schwindlig wird, wenn ich filme. Ja, gelobe ich Besserung, das stimmt wirklich. Das ist manchmal, da geht man, hier und da. Das ist wirklich nicht schön, ich weiß. Ja, das ist halt, unser Augenmerk ist halt hier die Arbeit, was wir da machen. Und das Film, ja, das machen wir so nebenher. Das ist im Prinzip die Dokumentation von den Arbeiten, die wir machen müssen. Aber gut, sei es drum. Ich gucke, dass ich das so möglichst hinbekomme mit der Kameraführung, dass das passt, dass es euch nicht schwindlig wird, dass ihr das auch gerne guckt. Freut mich über, also ich freue mich auch über solche Kommentare, die wirklich sachdienlich sind und auch eine Kritik bringen oder eine Frage aufbringen. Das ist alles in Ordnung. Na, also das ist kein Problem. Ja, dann mache ich jetzt mal weiter und reiche jetzt noch nach, dass dieses Wohnmobil aus dem Baujahr 2018 etwas über 74.000 Kilometer runter hat. Na? Gut, so, dann mache ich mal weiter. So, es ist laut. Ich bin beim Trockeneisstrahlen. Habe jetzt hier hinten schon Hinterachse und hier das auch gemacht zum Teil. Das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Und hier vorne habe ich auch jetzt die Seite gemacht. Ist jetzt schon mal soweit sauber. Und auf der anderen Seite, da bin ich noch nicht gewesen. Das ist noch dreckig. Gemacht ist. Ja. Ja gut, ich mache mal weiter mit der lauten staubigen Arbeit. Mit den Lampen hier an der Hebebühne. Ja, das ist unten drunter ein bisschen hell, aber das wirft halt auch Schatten. Das ist halt das Problem. Naja, das ist halt ein bisschen was. Die Stirnlampe muss immer wieder herhalten.
Ja, damit sind wir mal durch mit dem Primer. Alles geprimert gestern noch. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Wenn man dann so Schlangen gemacht hat und dann auch noch hier unten drunter rumgekrochen ist, weil es zu tief hängt. Da hat man keinen Bock mehr, will nur noch nach Hause. So ging es mir gestern. Ja, also, hier ist alles geprimert jetzt. Jetzt kommt das ML drüber. Und dann die Hohlräume. Ne? Ja, so wie ihr es halt kennt. In den anderen auch, hier hinten der Rahmen. Auch so ein bisschen angegangen. Ich denke mal, das haben wir jetzt gut hingekriegt. Ja. Ja. Gut, also so sieht das jetzt aus, auch die Bremssättel sind geprimert und entsprechend auch hier das. Na komm, geh zurück, so jetzt wird es deutlich. Auch das hier, die Radkörper, die blank waren. Na, ja. Und auch so die Stellchen, die so Probleme waren. Ja, jetzt wie gesagt kriegt er ML in die Hohlräume und auch so wird er benebelt. Und dann werden die Hohlräume gemacht und danach wird er versiegelt. Jetzt sind wir kurz vor der Versiegelung. Ich kann euch jetzt nicht viel zeigen. Jedenfalls sind die Hohlräume, wie wir gerade gesehen haben, konserviert. Hier, ich habe jetzt auch schon abgewischt. Hier ist noch so ein leichter, sieht man so einen matten Glanz. Dieses aufgestäubte ML drauf. Und wie gesagt, die Hohlräume sind auch geflutet. Hier unten sieht man, was da doch noch mal rauskam. Und jetzt werden wir mit dem Metallic beginnen und das Metallic hier drauf sprühen. Ja, hier sind noch ein paar Tropfen, die muss ich natürlich wegmachen. Ja, aber hier sieht man auch überall diesen matten Glanz von dem vorgestäubten ML. Und das ist ja im Prinzip dann so eine, wie so eine Haftbrücke für das auffolgende oder darauffolgende
Konservierungsmittel, also wir machen hier das Denitrol 4942 Metallic drauf und ja, damit ist er dann bestens geschützt. Gut, dann werde ich das mal machen und wenn ich dann fertig bin, hole ich euch wieder dazu. Ja, nun ist er versiegelt, ne? Überall mit Metallic. Auch den langen Rahmen nach hinten haben wir gemacht. So sieht er nur aus. Hinten, das habe ich mit dem Hartwachs gemacht, mit dem durchsichtigen. Die Bremsen sind auch schon silber. Ja, das sieht man, da trocknet langsam an. Das ist jetzt ungefähr 2 Stunden her, dass ich fertig war, aber ja, dann hier noch. Ein bisschen was, wie gesagt, weitergemacht. Schon ein paar Sachen, wie ich zum Beispiel die ja, hier sowas, dieses Blechfest, die Bremssättel. Ja, so ist es. Jetzt lassen wir ihn trocknen bis morgen. Morgen ist Samstag. Dann wird er ausgepackt, zusammengebaut. Und dann soll der fertig sein. Hier, die habe ich jetzt auch schon dran gemacht. Da ist auch das Hartwachs drauf. Es macht sich immer besser, wenn man das Hartwachs drauf macht, wenn ich die hier drauf geschraubt habe. Da sind dann keine Tapsen dran. Hier sieht man es ein bisschen. Ja. Na gut. Wird hier das morgen noch runter gemacht. Und also hier das. Und noch mit Hartwachs versiegelt. Bremssättel ja dann auch. Dann kommt noch der Auspuff dran, Bremsen dran. Tschüss. Dann war's das. Okay, dann machst du das jetzt erstmal hier. Wir sehen uns, wenn er zusammengebaut ist. Ja, Freunde, während ihr gerade eben das Video vom BMW M2 schaut, bin ich hier drunter unter dem Wohnmobil, weil es gerade fertig geworden ist. Heute ist Samstag und ich habe es geschafft. Was haben wir heute? 4. Mai. Ja, so sieht's aus. Gucken wir uns jetzt nochmal. Das ist jetzt so gegen das Licht, das ist ein bisschen schwierig. Das Wohnmobil von unten an. Ja. Mit dem, wie ihr gerade eben gesehen habt, Metallic 4942 ist es gemacht. Das ist jetzt nicht aus der Sprühdose, sondern aus dem Fass. In der Sprühdose sprühe ich dann immer hier die Wagenheberaufnahmen nach. Ja, hier ist nicht viel zu sehen. Aber da wieder, auch nach hinten. Na, wie wir das gemacht haben. Ich kann diesmal wieder sagen wir, aber da oben sehe ich, da muss ich nochmal nachsprühen. Weil meine Frau mal kurz da bei mir geholfen hat. Die tut ja jetzt momentan unseren kleinen alten 18,5 Jahre alten Hund betreuen. Ja. Ja gut, ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Reinklicken, fürs Zuschauen, für Abos, für Likes. Die jetzt noch nicht abonniert haben, bitte den Abo-Button drücken. Hilft mir immer sehr. Auch mit Abos, Kommentaren. Vernünftige Kommentare, wie schon ein paar Mal erwähnt. Ja, wie gesagt, ich sage danke, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Projekt. Servus und ciao.